Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei mir hier auf der Fischtal. Ja, wir haben ein bisschen weitergemacht hier. Wir sind jetzt auf der 118. So, hier, da sind wir. Ne, auf der 118, hier wo wir ja Soja war, und die 120 haben wir auch schon abgeerntet. Da haben wir jetzt schon das Stroh eingesammelt. Auf der 118 müssen wir auch noch das Stroh einsammeln. Und den Kurs vom Drescher, den habe ich mir abgespeichert. Und den werden wir jetzt gleich einfach mal versuchen, mit dem Trecker, wo der Ladewagen dran ist, einfach mal abfahren zu lassen. Einfach mal ausprobieren, ob das so funktioniert. So, aber, ja, die 120, die hatte ich schon wieder zurückgegeben außer Pacht. Aber wir haben jetzt hier einen ganzen Anhänger mit Sojabohnen. 12.000 Liter, und die wollen wir auf jeden Fall verkaufen fahren. Und jetzt können wir hier mal gucken, wo wir das meiste Geld dafür bekommen. Das ist dann bei Kartoffel Harry. So ein Zufall aber auch. Wir können uns einfach mal eine Markierung setzen und da können wir uns mal ein bisschen lokalisieren hier auf der Karte, wo das ist. Das heißt, das wäre ganz da oben. Ne? Das heißt, wie kommen wir dahin? Wir fahren erstmal hier raus und dann fahren wir hier den Weg ganz da hoch. Ja, gut. Nützt der nichts, ne? Wir haben noch keinen Autodrive und sonstiges mit dir drauf. Aber vielleicht nehmen wir das auch jetzt mal ganz, ganz easy mit hier in die Folge rein. Und zwar, dass wir erstmal ein bisschen was quasseln. Und zwar habe ich mir da so ein paar Dinge überlegt, die man ja vielleicht auch mal ansprechen kann. Ihr wisst, gut, hier steht jetzt schon der Waldra bereit mit dem Ladewagen. Da habe ich schon den Rest Stroh aufgeladen. Und damit fahren wir ja gleich auf das andere Feld. Ja, zunächst wollte ich erstmal auf so ein paar Dinge eingehen. Erstmals, ja, wie soll ich sagen, verknüpft das eine mit dem anderen eigentlich. Und erstmal wollte ich mich mal bei euch allen, wirklich bei euch allen, recht herzlich bedanken, die mich hier auf YouTube wirklich auch so unterstützen. Ne? So, jetzt Moment, bevor ich jetzt weiterquassel, muss ich gucken, wo ich schon bin. So, ich bin jetzt, doch, hier müssen wir hoch. Erstmal wollte ich mich bedanken bei euch allen, die mich sehr hier unterstützen, mit euren Likes, mit euren Kommentaren an jeden Einzelnen. Danke, tausendfacher Dank an euch. Und klar, der Kanal, der wächst, die Projekte wachsen, und seid da mal gespannt, was da in Zukunft noch alles auf euch zukommt. Ne? Also momentan laufen ja diverse Projekte, könnt ihr ja, wie gesagt, auch gerne vorbeischauen und auch mich da unterstützen. Wie gesagt, das ist alles kostenlos, ihr bezahlt absolut nichts dafür. Wenn ihr ein Däumchen da lasst, mir vielleicht sogar noch ein Abo da lasst, das wäre richtig cool. Und wie gesagt, ein Abo, da hat man ja immer so die Bedenken, ne? So von wegen Abo, da muss ich was bezahlen. Nee, nein. Eher, wenn ihr hier auf Abonnieren drückt und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ihr werdet immer benachrichtigt und das kostet euch keinen Cent. Ne? Das auch nur nochmal so am Rande. Aber wie gesagt, tausend Dank an euch, an jeden Einzelnen. Wenn ihr natürlich auch mögt, könnt ihr sehr, sehr gerne mal auf Twitch bei mir vorbeischauen. Da bin ich auch hier und da mal live. Und ja, da können wir live ein bisschen was quasseln. Schaut da gerne mal vorbei. Schaut auch bei Instagram und bei mir auf dem Discord vorbei. Da bekommt ihr nämlich auch dann immer weitere Infos.
zu den Videos oder zu den Streams. Sollte hier und da mal eine Benachrichtigung nicht funktionieren, dann aber auf jeden Fall auf Discord, ne? So, wir haben jetzt verkauft so circa, ja, sagen wir mal so grob, ja, 26.000, ja, so grob gesagt, ne? So, das war ja schon mal gut, dass wir das auf jeden Fall mal eingefahren haben. Ja, wie gesagt, also, wie gesagt, der Dank, der geht an jeden Einzelnen raus und seid da einfach mal gespannt in Zukunft, was alles so bei mir auf dem Kanal noch so passieren wird. Mich würde auch mal noch eine Sache brennend interessieren. Und zwar, ihr wisst ja, oder der ein oder andere, ich bin sehr, sehr viel im LS unterwegs. Das macht mir auch Spaß und Simulation prinzipiell immer, ne? Und da mal, da geht wirklich mal die Frage an euch raus, was würde euch, sag ich mal, interessieren an Simulatoren oder an Games, was ihr vielleicht mal so als Let's Play, Gameplay sehen wollen würdet? Gibt es da irgendwelche Games, wo ihr sagt, oh, weißt du was, das könnte ich mir auch schon gut vorstellen? Oder, weißt du was, nur mal ein Tipp, guckt ihr das einfach mal an und dann entscheide selber, ne? Also ich war auch mal, also eins steht fest, irgendwie, was weiß ich hier, Fortnite oder irgendwas anderes, das ist bei mir auf jeden Fall erstmal so ausgeschlossen. Ich sag mal, wenn überhaupt wird sowas in einem Livestream mal kommen oder ein anderes Game, wie auch immer. Aber ich sag mal, das ist nicht so mein, ich bin eher so, in der Simulation fühle ich mich wohl. Ne? Da ist ja auch jeder anders. Aber wie gesagt, das würde mich echt mal interessieren, was ihr dazu meint, was eure Vorschläge wären. Die einen oder anderen wissen ja, dass ich natürlich auch neben dem LS gerne beim Angeln bin. Und in Vergangenheit habe ich mal hier und da ja auch mal ein paar Videos gemacht und zusammengestellt, wo ich mal Spots hatte, die liefen. Gegebenenfalls laufen die ja immer noch. Oder hier und da wieder. Und ja, weiß ich nicht. Da auch irgendwie so ein Gameplay oder Let's Play zu machen, finde ich schwierig. Weil gerade bei diesem Angeln, bei diesem Russian Fishing 4, ist es so, dass da wirklich auch alle möglichen Wetterverhältnisse, Köder, Uhrzeiten und das spielt alles eine Rolle. Das kann sich sozusagen minütlich ändern. So, und wenn man dann ein Let's Play oder Gameplay machen würde, macht nicht so viel Sinn, meines Erachtens, ne? So, aber das erstmal dazu und abschließend, ne? So, und jetzt kommen wir zur nächsten, ja, Attraktion, naja, Attraktion jetzt nicht, aber eine Erweiterung. Ich habe eben noch vor der Aufnahme mir gedacht, boah, weißt du was, du musst jetzt mal die Lücken hier überall schließen. Du musst was machen. So. Und da habe ich mir gedacht, wir brauchen ja hier und da ja mal eine Produktion. So. Und da dachte ich mir, hier vorne stand ja der Case, den hatte ich weggefahren. Hier habe ich so ein Bäumchen hin platziert. Und dann habe ich hier ein Hofproduktionspack von Omatana. Habe ich hier drauf getan. Ist übrigens auch im Mod-Hub, wer da Interesse hat, kann da ja gerne mal schauen. Hier kann man aufmachen. Gut, jetzt kommt hier ein bisschen Gras durch, aber naja,
So, hier könnt ihr alles machen. Brot steht ja so ein bisschen hier, ne? Mehl, Käse, was weiß ich was. Gibt es verschiedene Produktionen, ne? Und das könnt ihr euch, oder können wir auch mal reingehen. Hier zum Beispiel, ihr könnt Mehl machen, Brotkuchen, Zucker, Rosinen, Traubensaft mit Nebenprodukt, Schweinefutter, Sonnenblumen, Rapsöl, Olivenöl könnt ihr machen mit Nebenprodukt, Schweinefutter, Müsli, Butter, Käse, Stoff könnt ihr herstellen, Kleidung. Ja, das ist diese Hofproduktion. Das können wir alles hier herstellen. Die gehört uns. Das können wir alles machen. Wir brauchen keine andere Produktion zu kaufen. Ne? Und das finde ich nämlich ziemlich gut. So, und hier habe ich eine Bank mit so zwei Blümchen. Dachte ich mal so zum Entspannen, wenn man sich mal hier hinsetzen will, ne? Und einfach mal die Gegend angucken möchte. Ja, und hier habe ich gedacht, so, weißt du was, hier baust du jetzt eine Halle hin, eine Unterstellmöglichkeit und auch ein bisschen Gras und allem drum und dran. Oh, hier muss ich nochmal nacharbeiten, hier ist ein bisschen was schiefgelaufen. Gut, aber weißt du was, kommt, das machen wir mal gerade. Weil ich muss das jetzt machen, weil sonst vergesse ich das wieder. Der eine oder andere kennt das ja von sich selber, ne? Mache ich das jetzt nicht, dann ist es weg. Dann vergesse ich das wieder. Naja. Kann man mit leben. Sagen wir mal so. So. Hier habe ich noch ein bisschen Deko hingemacht. Und zwar, ja, hier ist so ein alten Container. Hier noch ein bisschen Bauschutt. Ja, hier liegt Zeug drin. Ein Container, ein bisschen Deko hier überall hin platziert. Und hier habe ich so zwei Hochdächer hingemacht, weil ich dachte, hier, das bietet sich richtig stark an, für den Mähdrescher hinzufahren. Und das machen wir nämlich jetzt gleich noch. Hier ein bisschen Deko hingemacht und. Hier die Ecke noch zugemacht. Und hier habe ich ein kleines Gartenhütchen hinplatziert. Ja. Wenn man sich mal im Sonnenstuhl hinsetzen will, ne? Und so was, so eine Hollywood-Schaukel mal noch dahin gemacht. Und hier so ein bisschen. Und ja, unsere Schafe, ne? Guck mal, die sind doch alle froh. Die sind doch alle glücklich. Das ist doch schön. Ja, das habe ich jetzt mal auch so noch vor der Aufnahme gemacht, ne? So, jetzt weiben wir mal gerade in den Drescher rein. Und den fahren wir natürlich jetzt noch auf den Hof. Und den parke ich auf jeden Fall mal noch da unten drunter. Vielleicht könnte das Video jetzt gerade noch ein bisschen was länger gehen, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall Soja verkauft. Und klar, der Drescher hat jetzt noch ein bisschen Soja drin. Das werden wir auf jeden Fall, bin ich ein Baumstamm? Naja, kommen wir schon drüber. Das Soja, das werden wir bei uns jetzt einfach in dieses Unterflursilo schmeißen und dann ist gut, ne? So, und wie gesagt, wir den hier stellen wir jetzt auch dann da hinten unter. Da sind wir ja jetzt schnell, ne? Obwohl hier mit 20 km/h. Aber da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare auch dazu noch mitschreiben. Also wie gesagt, das Erste, was ich gerne mal von euch wissen wollen würde, wäre ja, wie gesagt, ob euch auch andere Games interessieren würden. Wenn ja, welche? Oder macht mal einen Vorschlag. Einfach mal frei raus. Ob ich das dann erfüllen werde, das weiß ich noch nicht. Ne? Mich würde das nur mal so interessieren. Vielleicht komme ich dir unter, dass ihr auch da mal einen Kontrast habt, ne? Zum LS. Noch ein anderes Game oder so, ne? Wäre ja vielleicht auch mal eine Idee. Und die andere Sache ist, was sollen wir hier mit dem Drescher machen? Das ist ja schon ein altes Schätzchen, ne? Sagt ihr, anhand des Projektes, anhand der Karte, weißt du was, behalt den. Der ist bezahlt, da passiert nichts mit und der ist zwar was langsam, aber behalt den
Oder würdet ihr sagen, weißt du was, nimm ein bisschen Geld in der Hand, verkauf den und kauf dir was Neueres? Wenn ja, dann schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Macht, wie gesagt, bei dem Game oder keine Ahnung, macht, wenn ihr einen Kommentar macht, dann macht Punkt 1, Spiel so und so, oder nee, lass so, alles gut. Das macht dich irgendwie aus, wenn du nur im LS unterwegs bist, wie auch immer. Oder eine andere Anmerkung. Und Punkt 2, Drescher verkaufen, ja oder nein? Und wenn ich ja, wenn ihr sagt ja, dann muss ich mal gucken, was für einen ich da kaufe. Wie gesagt, ich nehme jetzt auch wieder 3 Folgen am Stück auf. Und weil immer einzeln aufnehmen, hier und da, lässt sich das nicht vermeiden, ne? Aber, wie gesagt, ich muss auch ein bisschen mit der Zeit gucken, wie es bei mir passt. Und heute bietet sich halt an, deshalb mache ich 3 Folgen am Stück und fetch. Ne? So, pass auf. Und so hatte ich mir das jetzt hier gedacht. Ich gehe jetzt her. Ah. Und kann den... jetzt schön hier hinten unterstellen. Gut, die Sojabohnen, die können wir jetzt immer noch wieder... Ja, ist noch gefüllt, kann schon zuklappen. Das machen wir irgendwann, wenn wir wieder was ernten, dann fahren wir den vorher abtanken, gut ist. So. Finde ich gut. So lassen wir das. So, und ich sag erstmal Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, alles andere habe ich schon mehrfach erwähnt in dieser Folge. Denkt dran. Und wenn ihr auch mögt, hier oben über mir oder auch da hinten in der Ecke oder hier unten oder eher gesagt links von oder rechts gesehen von euch, habt ihr auch noch Playlisten. Schaltet da gerne mal ein, guckt dabei und ich sage danke für das Einschalten. Macht's gut, bis dann. Adieu.